Ja, bevor wir ins neue Semester starten, wollte ich wenigstens einmal die Möglichkeit haben, noch über die Spiele zu sprechen, die mich im letzten halben Jahr beschäftigt haben. Und wie das an der einen oder anderen Stelle schon sichtbar gewesen sein sollte, ist es für mich vor allen Dingen, der ich von diesen Spielen profitieren kann, vor allen Dingen die Hardware, die das Highlight in diesem Jahr ist. Nämlich genau das Steam Deck von Valve, eine mobile Konsole, die sofort den Wunsch nach einer Switch 2 obsolet erschienen ließ. Und lächerlich, ja, weil diese mobile Konsole alles mitbringt, was ich mir vorstellen konnte in dem mobilen Bereich. Ich spiele sehr gern mobil, da ich nicht mehr die Zeit habe, stundenlang mich an einem PC-Monitor aufzuhalten oder an einem TV zu verschanzen. Und unabhängig davon, dass es auf dem Steam Deck Elden Ring läuft und Red Dead Redemption 2 und GTA 5 und GTA 4 und Forza Horizon 5 und so weiter und so fort, sind natürlich die kleinen Spiele diejenigen, die mich besonders anziehen, denn die haben eine relativ überschaubare Spielzeit. Und ich hätte heute für dieses Special jedes Spiel nutzen können. Ich habe mich aber für eins entschieden, was man im Titel jetzt schon sieht, nämlich Vampire Survivors, und werde dann auch in dem ganz kurz was dazu sagen, warum das für mich so besonders ist. Aber erwähnenswert ist mit Sicherheit auch das gerade erschienene Return to Monkey Island, das ich gerade spiele. Ich bin jetzt hier, ich würde mal schätzen, im letzten Drittel der Story. Es ist sehr charmant, es nimmt den Geist der alten Teile auf, besonders von Secret of Monkey Island und Monkey Island 2. Warum ich das jetzt nicht gewählt habe als ein besonders herausragendes Spiel ist, weil es natürlich ein spezielles Interesse anspricht, aber es ist eine absolute Empfehlung. Ich hätte auch wählen können Stray. Stray ist ein Spiel, das mich sehr fasziniert hat. Es kommt von einem französischen Entwicklerinnen und Entwicklern, was mich sehr fasziniert hat aufgrund nicht nur des Hauptcharakters, nämlich einer Katze, sondern auch wegen dieser dystopischen Welt, die sehr zwar linear auserzählt wird und man geht von Sprung zu Sprung. Man muss aber mit mehr Abschieden leben können, als man sich vielleicht vorstellt, und die Interaktion zwischen den Androiden, die man hier sieht, und der Katze sind doch auf eine Art und Weise bewegend und bezaubernd, wie man das auch hier jetzt im Vorschau-Screen sieht, die ich so in dem Spiel noch nicht erlebt habe. Würde ich ganz gern definitiv den zweiten Teil von spielen, aber zeige ich jetzt auch nicht hier zum weiteren Spielen. Das nächste, was ich empfehlen möchte, oder was ich auch hier hätte zeigen könnte, was es auf jeden Fall verdient hätte, The Captain. The Captain ist ein, wenn man so will, die Weiterentwicklung der Point-and-Click-Adventures aus den 90ern, allerdings mit einer sehr raffinierten Kombination offener Erzählstränge, offener Enden und so weiter und so fort. Eignet sich aus meiner Sicht für ein Let's Play jetzt nicht so ganz ideal, denn man müsste dann schon von vornherein eine Session haben, die entsprechend so vorbereitet ist, dass man auf ein spezifisches Ende hinspielt. Wenn man das jetzt einfach aus der Kalten heraus live spielt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Spiel vielleicht durchspielt, aber nicht mit dem Ende, was man sich vielleicht wünscht, sehr wahrscheinlich. Die Entscheidungen, die man trifft, haben immer moralische Komponenten. Das macht das Spiel total besonders. Man kann sich eigentlich nie richtig entscheiden. Man muss sich immer für oder gegen jemanden entscheiden. Und das macht das Spiel unglaublich wertvoll. Eine direkte Empfehlung von meiner Seite, den The Captain unbedingt zu spielen, liegt bei mir auf Game of the Year Kurs, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken, und übertrifft meines Erachtens auch Monkey Island. Das hat so einen Nostalgiefaktor um Längen. Ebenfalls auch aus einer linguistischen Perspektive interessant ist Unpacking. In Unpacking geht es darum, dass man
dass die Biografie eines Charakters erschließt aus den Dingen, die er oder sie, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, beim Umzug in neue Wohnungen mitnimmt. Und es ist ein Spiel, das davon lebt, dass man Details beobachtet. Und diese Details, die man beobachtet, dann dabei helfen, dass man eine ganze Lebensgeschichte auf der Basis nur der Dinge rekonstruieren kann, die er oder sie mit in neue Wohnungen nimmt. Unbedingte Empfehlung ist ein sehr, sehr schönes Spiel, das zum mehrmaligen Durchspielen einlädt. Das letzte, ebenfalls, was ich sehr schätze und auch ein wirklicher Tipp ist für für das Spielen in diesem Jahr ist Cult of the Lamb, in dem man einen Kult aufbaut, das Ganze gemischt mit Roguelike- und Strategieaufbauelementen. Ich glaube, in ungefähr 20 Stunden kann man das Spiel gut bewältigen und arbeitet natürlich mit allen Klischees, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, zum Religionsausbau. Man sieht es hier schon mit Opfergesten, Opferszenen, Menschen opfern. Hier ist der Strategieaufbau der eigenen Siedlung, des eigenen Kults relevant. Absolute Empfehlung für jemanden, der Minimum an Geschick mitbringt, also für die Roguelike-Kampfsequenzen, für die Entdeckungssequenzen und zum Zweiten mit dem Humor sehr viel anfangen kann. Der Stil ist aus meiner Sicht absolut unverbraucht, sowas habe ich noch nicht gesehen. Auch das hätte ich gerne hier nennen können. Ich nehme aber vielleicht zum Erstaunen Vampire Survivors. Vampire Survivors ist ein Spiel für 3 Euro, das für 3 Euro bei Steam liegt und am Anfang dieses Jahres erschienen durch ein relativ kleines Entwicklerstudio nach und nach weiterentwickelt wird, immer neue Levels dazu bekommen, neue Waffen, neue Waffenkombinationen. Und wie könnte man es beschreiben? Es ist eine Art Roguelike-Spiel. Also das heißt, man kann immer nach dem Tod des Charakters kann man bestimmte Gegenstände mitnehmen, kann dann tatsächlich seine eigenen Fähigkeiten ausbauen. Das wird hier vor allen Dingen über Geld oder Gold gesteuert. Das sieht man im Titelscreen hier. Die einzelnen Spielrunden sind jeweils 30 Minuten lang und darauf begrenzt. Es gibt Möglichkeiten, das ein bisschen auszuhebeln, aber sagen wir mal 30 Minuten. Und das Spielprinzip ist sehr einfach, also sehr einfach zu lernen und schwer zu meistern. Und es kombiniert Roguelike Tower Defense, wenn man so will, Bullet Hell Optik mit einem bestechenden Loot-System. Also, das sind vier ganz zentrale Punkte, warum es die Essenz des Spielens trifft und eine unglaubliche Faszination ausübt. Wir schauen noch gleich rein. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen was von dieser Faszination vermitteln kann. Wenn man nur zuschaut, ist es schwer zu machen. Aber das gilt auch für alle anderen Spiele, die ich gerade gezeigt habe. Also, selber spielen macht glücklich. Insofern, wir sehen uns gleich jetzt drüben beim Spiel. Und das würde ich sehr gerne zeigen mit in dem Run heute, in dem ich einen Run durchgehe. Und zwar mit dem Xbox-Controller diesmal am PC. Das heißt, das Spiel ist nicht sehr, sehr hardwarehungrig. Und falls es Limitationen geben sollte, liegt es an meinem Rechner, mit dem ich jetzt gleichzeitig aufzeichne. Das Ganze ist für 3 Euro bei Steam zu haben. Und ich zeige nur mal ganz kurz, worum es in etwa geht. Das heißt, man hat unterschiedliche Dinge zu sammeln, auf die ich gleich noch eingehen würde. Es gibt Power-Up-Systeme und natürlich unendlich viele Charaktere, die während des Spiels freigeschaltet werden können. Also das heißt, die Loot-Spirale hält die Spieler dann auch im Spiel. Und ich würde sehr gerne spielen mit Cavallo. Cavallo ist ein Charakter, der eine spezielle Waffe von Anfang an hat, nämlich eine Kirschbombe. Und der alle 20 Levels mehr Geschosse hält. Das ist also nicht so ganz unwichtig und man sieht schon ganz links die Statistik, wie die Charaktere sich auch unterscheiden. Ich würde mit Cavallo aber spielen, die verzierte Bibliothek gehen.
Und dabei Arcanas, das sind sowas wie Perks, oder den Hypermode könnte man. Wir probieren den Hypermode. Ja, das wird wahrscheinlich ein bisschen unübersichtlich, aber zeigt, glaube ich, auch, wo die Reise mit dem Spieler hingeht. Genau, wir starten jetzt hier. Und zwar hier sind schon die ersten Arcanas zum Auswählen. Man sieht immer, was passiert. Ich gehe vielleicht mal ganz kurz hier rein. Das ist Game Killer, ist für mich uninteressant. Hier bekommt man immer die Counterparts der jeweiligen Waffen dazu. Das ist ziemlich interessant. Twilight Requiem, das sind Waffen, deren Projektile explodieren. Das ist den Cooldown, das ist irrelevant, kann man später mal machen. Die Heilgegenstände, hier bekommt man mehr Geld. Ich denke, ich werde damit starten. Genau. So. Jetzt sieht man ungefähr, worum es geht. Also dieses Spiel hat insgesamt vier Welten und noch drei, vier Bonusrunden. Dadurch, dass man siegt, lassen sie Experience zurück. Das sieht man in diese Edelsteine, diese Gems, die da freigelassen werden. Und immer wenn man einen neuen Level aufsteigt, man sieht Schlauch oben, kann man sich dann eine neue Spezialfähigkeit aussuchen. Was wichtig ist, dass es Level gibt, horizontal scrollen und vertikal scrollen. Wir sind jetzt hier in einem horizontalen Level. Das heißt, jetzt bei der Auswahl zum Beispiel kann ich hier Mana Lead Peitsche. Peitsche ist eine horizontale Waffe, das Mana Lead ist eine vertikale Waffe. Das wäre zum Beispiel in einem anderen Level von Relevanz. Deswegen ist zwar interessant, aber ich entscheide mich jetzt hier für die Peitschen oder so. Das zeige ich aber gleich. Okay, versuchen wir erstmal den wegzukommen. Warum habe ich jetzt die Peitsche ausgewählt? Man sieht hier, dass man diese Waffen, also Primärwaffen und die passiven Fähigkeiten miteinander kombinieren kann und dadurch Waffen neue Evolutionsstufe erreichen. Und man sieht ganz links oben die Peitsche, die ich dann mit dem Herzcontainer kombinieren kann. Und dadurch entsteht eine Peitsche, die von den Gegnern Lebensenergie abzieht. Und da versuchen wir jetzt ein Bild hinzubekommen, indem wir vor allen Dingen auf Projektile setzen. Die Peitsche gehört zwar nicht dazu, aber die hält mir die Gegner auf Distanz. Und wir werden mal versuchen, Richtung Königsbibel, geheiligtes Wasser, Axt, Boomerang zu gehen. Aber es hängt auch ein bisschen vom Glück ab, was man bekommt. Also das ist, da ist dann doch schon RNG dabei. Und man kann das Spiel. Jetzt kann ich es nicht. Nee, von dem brauche ich nichts. Oh, das ist aber interessant. So, gleich mal. Okay. Ja, das ist nicht schlecht. Also da sieht man schon, es gibt eine Spezialwaffe, das ist die, ich denke, gerade eingesammelt rechts. Die wäre dann zu kombinieren mit der ausgebauten Peitsche und gibt dann nochmal eine Spezialfähigkeit. Das schauen wir uns auch jetzt mal dann an, wie das Ganze aussieht. Jetzt erstmal weiterzukommen. Genau, man kann das Spiel tatsächlich einhändig spielen mit WASD, also das heißt Tastatur, oder mit einem beliebigen Controller. Ich benutze jetzt hier den 360. Und man sieht schon, wo die Reise hingeht. Ich glaube, ich werte jetzt hier mal die Kirschbombe auf. Muss trotzdem noch mal schauen, welche Kombination jetzt in Frage kommt. Ich brauche den Kerzenleuchter für die Axt. Kerzenleuchter, Axt. Ja, Königsbibel, geheiligtes Wasser brauche ich auf alle Fälle. Dann schauen wir mal danach als nächstes. Genau, hinter den Kerzenleuchtern, die hier zu sehen sind, gibt es Bonusgegenstände. Ich nehme erstmal das Herz mit. Gibt es Bonusgegenstände? Das können Goldmünzen sein, mit denen man dann wieder neue Dinge freikauft. Oder wie hier Lebensenergie, so ein Hü. Also
Spiel, ich brauche später. Das heißt, die Spielmechaniken, die Gegenstände sind sehr reduziert und es kommt vor allen Dingen auf deren Kombination an. Warum ist das Spiel aber so unglaublich faszinierend? Das Spiel ist für diejenigen interessant, die gerne looten und leveln. Ich kenne nicht wenige Spieler, die das sehr gerne tun. So, jetzt brauchen wir aber den Kerzenleuchter. Blitzring erstmal auslassen. Das ist natürlich eine Mechanik, die in so ziemlich allen Spielen eine Rolle spielt. Aber hier wirklich auf die Spitze getrieben. So, brauche ich. Bring die Anziehungskugel, das ist eine passive Fähigkeit, die meinen Magnetwert erhöht. Das sieht man jetzt hier links Statistik mit 70. Das bedeutet, dass diese Edelsteine, dass ich Edelsteine nicht mehr drüber laufen muss, nicht herangezogen werden. Was das Einsammeln und das Aufleveln natürlich massiv erleichtert. Man sieht aber jetzt schon, dass ich mit den Waffen, die ich habe, durchaus auch in Bedrängnis komme bei den Gegnermassen und deswegen muss ich dann mal vor allen Dingen versuchen, an die Königsbibel oder das heilige Wasser heranzukommen. Hier mehr oder weniger, ja, das können wir schon nehmen. Hier sind Flammenwerfer. Indem man sich ein bisschen Luft schaffen kann. So, das, was ich da gerade eingesammelt habe, war Bonusgeld. Jetzt sieht man auch die Bomben-Explosion schon sehr schön. Das sind die braunen kleinen, ja, Kugeln, die da rumfliegen. Eine Runde vielleicht, um das so zu sagen, dauert immer 30 Minuten. Danach ist die Runde abgeschlossen. Und man muss schlussendlich versuchen, so lange wie möglich zu überleben. Das passt mir alles nicht. Daneben entscheiden wir uns für die Kirschbrenner. Ja, und funktioniert das Ganze so gut auf Steam Deck, auch wenn ich jetzt gerade nicht durch das Resume, durch die Resume-Möglichkeit des Steam Decks kann man immer wieder später in das Spiel einsteigen und braucht nur die Konsole anzuschalten. Und eine Runde dauert 30 Minuten. Ja, also das heißt, das ist relativ überschaubar. Und man kann auch den Timer so einstellen, dass das Spielgeschehen doppelt so schnell abläuft. Da haben wir es. Genau. Der Effekt wird jetzt am Anfang zu gut sichtbar sein. Aber ich muss mal schauen, ob wir in den brauchen dafür. Jetzt haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Brauchen wir jetzt eigentlich, können wir jetzt frei spielen, den Laserstab oder etwas anderes entscheiden? Das sind gute Voraussetzungen. So können wir weitermachen. Können wir relativ frei aufspielen. So dass ich dann an diese Runden natürlich auch die Hälfte reduzieren kann. Und jetzt sehen wir hier neben den kleinen Gegnern tauchen auch große Gegner auf. Schädel um. Tauchen auch große Gegner auf, die dann Schatztruhen hinterlassen. Das ist jetzt für den aktuellen Stand Spiel noch gar nicht so sehr entscheidend. Aber wenn ich jetzt die Kreuz. Also, ist noch gar nicht so sehr entscheidend für das aktuelle Spiel, diese Schatztruhen, denn eben dann vor allen Dingen bei voll ausgebauten Waffen die Möglichkeit, diese Evolutionsstufen herbeizuführen. Das zeige ich vielleicht nochmal schnell. Jetzt sieht man oben links, sieht man die Waffenausbaustufen. Kirschbombe ist schon relativ weit, die braucht noch 2 Level, bis sie soweit ist. Immer bis Level 8. Und dann, wenn ich diesen passenden sekundären Gegenstand habe, dann kann ich die Evolutionsstufe ausbauen. Das wäre dann in dem Fall für die Axt die Sichel. Ja, also das sieht man in Übersicht. Okay. Dann setzen wir das Ganze mal fort. Also jetzt habe ich von der Schatztruhe noch nicht so viel erwarten. Ich mache sie trotzdem mal auf.
Ja, und da sieht man schon, auf welche Art und Weise das Spiel funktioniert. Ja, es geht darum, gut, ja, zu zelebrieren. Und es gibt unterschiedliche Ausbaustufen für diese Schatzkarten. Genau, jetzt haben wir hier einfach einen weiteren Herzcontainer. Das ist schon okay. So. Ja, wenn das Spiel jetzt ab und zu mal zwischendurch ruckelt, liegt es daran, dass ich hier auf dem System gleichzeitig aufzeichne und spiele. Das ist eigentlich nicht üblich. Normalerweise hat man für das Spielen ein eigenes System, leitet das Bildsignal dann nur weiter an den Aufzeichnungsrechner. Aber da ich nicht professionell streame, habe ich sowas nicht. Also wer da draußen Lust hat, mir ein System zu starten. So, gehen wir mit dem heiligen Wasser auf Level 2. Jetzt sieht man schon, wie um mich herum dieses heilige Wasser geworfen wird. Das schafft um mich herum so ein Schutzschild gewissermaßen. Und ist dann vor allen Dingen in den späteren Ausbaustufen so mächtig, dass es zusammen mit... Oh, das ist gut. Doppler. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, der Verdoppler sorgt dafür, dass neue Projektile mit hinzukommen. Und das betrifft jetzt bei meinen Waffen das heilige Wasser, das Kreuz und die Axt, die Peitsche nicht. Kann ich nicht weiter ausbauen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel einen Zauberstab hätten oder einen Blitzring, dann wären das Waffen, die davon unmittelbar profitieren können. Ich zeige aber vielleicht nochmal was anderes, wenn ich die Emotionsstufen der Waffen freischalte, besonders die der letzten, ja, also unten rechts die Peitsche, dann bekomme ich wieder einen freien Slot und dann kann ich zum Beispiel noch einen Blitzring dazu nehmen. Das würde ich dann auch machen. So. Brauche ich eigentlich alles nicht. Aber Spinat oder Zauberbind. Ich nehme mal den Spinat. Der erhöht den Schaden um 10%. Dann mit weiteren Ausbaustufen noch weiter. Ist von der Sache her nicht schlecht. Ich hätte aber auch den Zauberbinder wählen können. Warum ich die Kirschbäume nicht gewählt habe, hat folgenden Grund. Das zeige ich aber auch gleich. Denn jetzt sind meine, muss ich produzieren, denn jetzt sind meine primären und sekundären Waffenslots voll. Jetzt sieht man aber auf der Karte, dass es hier noch andere Gegenstände gibt. Da werden wir uns auch auf den Weg hin machen. Unser Punkt ist das Goldene. Und man sieht, links von uns ist ein Foliant. Und dieser Foliant wird die Abklingzeit unserer Zauber reduzieren. Auf der rechten Seite ist die sogenannte Steinmaske. Darum sorgt dafür, dass wir mehr Gold bekommen. Und wie man das Ganze so sieht, ist das ein reines Loot-Gameplay. Also eine reine Loot-Schlaufe mit dem kompletten grafischen Overkill. Das heißt, die Epilepsie-Warnung am Anfang ist durchaus ernst gemeint und die sollte man auch ernst meinen. So, wir nehmen den Verdoppler hoch. Nehmen die Schatztruhe mit, Entschuldigung. Einfacher Schatz, also einfaches Upgrade. Ich kürze es mal ab. Peitsche gehen. Und ich schaue mal schnell, in welcher Ausbaustufe wir da jetzt sind. Also die Kirschbombe ist fertig. Die Peitsche ist die nächste. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt vor allen Dingen erstmal die Waffen-Upgrades einsammeln. Um die nächsten Evolutionsstufen einzuläuten. Peitsche hat. Ja. Und das betrifft jetzt vor allen Dingen erstmal, diese Upgrades betreffen jetzt bei der Peitsche insbesondere vor allen Dingen erstmal Stärke und die Frequenz, die da geschlagen wird. Und das Spiel entfaltet jetzt schon, wir sind jetzt bei 5 Minuten, einen unglaublichen Sog für diejenigen, die für diese Belohnungsstruktur in Videospielen empfänglich sind. Ja, also das heißt, es ist die Essenz des Lootens, wenn man so möchte. Mit der Faszination von sogenannten Bullet-Hell-Shootern. Das heißt, wo so viel auf dem Screen los ist, dass man überhaupt nicht weiß, was da abläuft. Für denjenigen, der das Ganze jetzt spielt, ist es eigentlich relativ einfach. Das heißt, ich kann es ja mal zeigen. Ich
mache jetzt hier. Es ist total überschaubar, ja. Und alles andere als hektisch, ja. Also man sieht nicht. Man kann sich, wenn man so will, dem der Faszination des Prinzips hingeben, ohne gleichzeitig aus der Ruhe gebracht zu werden. Jetzt im Moment steuere ich mit, zeige ich vielleicht auch schnell kurz, mit dem mit WASD, also der klassischen Tastatursteuerung. Man braucht echt nicht. Ja, das, wenn man so will, wir sind hier noch weit davon entfernt zu haben, wie ein eben selbst ablaufendes Spiel, also in dem man nichts tun muss. Das ist es definitiv nicht. Das heißt, es ist, wenn man so will, folgt es auch dem Prinzip easy to learn, hard to master. Weil man natürlich wissen muss, wie die Abhängigkeiten der Waffen sind, wann man was einsetzt, wann was geschickt ist, mit welchem Charakter man welche Fähigkeiten bedienen sollte. Und man sieht schon hier, ich komme jetzt ein bisschen an die Grenze, indem ich mich frei bewegen kann. Es liegt daran, dass das heilige Wasser mir nicht den Freiraum verschafft, den mir zum Beispiel die Königsbibel verschaffen würde. Diese würde um mich kreisen die ganze Zeit. Das ist eigentlich meine präferierte Verteidigungswaffe, wenn man so möchte, in diesem Tower Defense, ja. Nach diesem Tower Defense Punkt. Aber ich überlege jetzt mal. Ich sollte jetzt nicht die Peitsche weiter ausbauen, sondern wäre das heilige Wasser. Entschuldigung. Man sieht, wie um mich herum dieser Ring dieses heiligen Wassers entsteht, der die Gegner von mir weghält. Ja? Das stabilisiert mich auf der einen Position, auf der ich stehe. Aber sobald ich mich bewege, muss ich ein bisschen aufpassen, in welche Richtung ich gehe. Und ich zeige mal vielleicht noch was in dem Zusammenhang interessant ist. Wir haben ja die Kombination mit dem Magneten. Das heißt, das heilige Wasser und der Magnet wird dazu führen, wenn das heilige Wasser voll ausgebaut ist, dass mir diese Schutzzone folgt. Das ist was man natürlich am Anfang des Spiels nicht lernt. Auch die ganzen Waffenemissionen begreift man nicht, muss man erst freischalten. Und in dem System lernt man halt. So, da haben wir eine Ausbaukreuz. Feuert ein Geschoss mehr ab. Was uns schon wieder etwas frei. Das funktioniert wie eine Art Bumerang. Ja? Das wird auf die Gegner verschossen und schießt dann zurück. Und wenn man so will, funktioniert das in alle Richtungen. Wasser weiter ausbauen. So, ach so, was jetzt passiert. Gleich ganz kurz zur Erklärung. Ja, um mich rum sind ja Haufen Edelsteine. Jetzt auch hier vom Himmel regnet. Und diese Edelsteine sind natürlich grafische Objekte, die weise die Systemleistung bei. Wenn man jetzt an einem Punkt stehen bleibt und sehr tötet, ist es tatsächlich so, dass es einen roten Gegenstein gibt, eine weitere geht, damit nicht so viele Objekte auf dem Bildschirm liegen. Ich habe jetzt einen eingesammelt und dadurch werden natürlich auch mehrere Stufen nebeneinander möglich. Das, was jetzt gerade passiert, ja, also das heißt, wir bauen jetzt hier, man sieht, drei Level aus, weil ich einen dieser roten Edelsteine eingesammelt habe, die halt diese Experience für sehr, sehr viele Gegner beinhaltet haben. Das rote hier unten war jetzt ein schwarzen Geld, Goldsack, in dem ich dann wieder Gegenstände kaufen kann. Wir schauen mal auf die Map, wo wir uns, ja, das sieht ganz gut aus. Und jetzt sieht man schon, dass es hier schwierig wird, sich überhaupt fortzubewegen. Dass ich dafür an und für mich. Ja, ich muss mal die Peitschen weiter ausbauen. Dann auf die nächsten Schatztruhen hoffen, dass die bald kommen. Wir sind jetzt bei ungefähr 10 Minuten, 30 Minuten, wo das Ganze geht. Und wird jetzt mutmaßlich nicht daran, indem ich sehr viel Geld bekomme. Was machen wir denn da? Größern wird den Grundbereich unserer Projektile. Das heißt, Projektile werden größer. Oder haben eine größere Reichweite wie das Heilige.
Da gehen wir auf. Das sieht noch ziemlich dumm aus, ne? Aber wir machen erstmal das Kreuz weiter. So, den Edelstein. Den heiliges Wasser hoch. Axt hoch. Das Wasser hoch. Heiliges Wasser hoch. Axt hoch. So. Also, billigsten Belohnungsmechanismen werden hier ganz hart angetriggert von ihm. Aber es ist durchaus unterhaltsam. Es war jetzt ein Fehler, ich hätte das Wasser nehmen. Aber vielleicht haben wir das gleich in dem nächsten Aufbau. Genau, heiliges Wasser ist damit ausgebaut. Axt auch gleich. Die Peitschen sind schon ausgebaut. Das bedeutet, jetzt haben wir so ein paar Upgrades vor uns, die es in sich haben werden. Und die Kombination dieser Waffen, das muss man natürlich erst lernen, was da relevant wird. So, jetzt sieht man hier oben, der Gegner, der jetzt über mir ist, die erste Schatztruhe. Jetzt schauen wir mal, was das wird. Also Daumen halten. Ich hoffe ein bisschen auf das heilige Wasser. Ja, leider nicht, aber ist auch nicht schlecht. Das ist die Evolutionsstufe der Peitsche. Zeige ich mal ganz kurz. Das heißt, wir haben jetzt hier diese rote Peitsche und diese rote Peitsche gibt uns Lebensenergie. Gegner treffen und ich kann sie jetzt unten weiterentwickeln. Zusammen mit der zweiten Peitsche und habe dann wieder einen freien primären Waffenslot. Was ziemlich cool ist. Aber da werden wir mal sehen, was das wird. Also ich. So. Das Kreuz weiterentwickeln. Bleib mal ganz kurz hier stehen. So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir hier den. Ah, da ist ein roter Edelstein wieder. Der jetzt auch nicht zu einem Level abführte. Aber der dafür. Das heißt, Axt kann hochgehen. Und wir brauchen jetzt ja gar nicht so lange rumzustehen. Denn ich brauche vor allen Dingen. Ah, das ist jetzt nicht so wichtig. Die Anziehungskugel relevant. Also um den Magnetwert zu erhöhen. So, nächste Schatzruhe. Es könnte ja mal einer sein mit drei Items, aber dafür ist mein Glück wahrscheinlich noch. Ah, das ist jetzt wähle ich einen der Perks und ich nehme, weil das so schön ist. Cooldown ist eine feine Sache. Aber ich wähle mal den Cooldown. Das heißt, dass der Cooldown dieser Waffen, da werden wir einige davon, ja eigentlich eine, den Blitzring könnte ich noch, das Rad habe ich noch nicht. Ich will das jetzt mal. So, also der Cooldown der Waffen wird abgesetzt, jetzt haben wir eine zweite Schatztruhe, ach ja, was ganz wichtig, zum Effektgewitter. Man sieht rechts, da sieht man den Pfeil, der auf eine Schatztruhe weist. Und damit man die auch findet, nur ein einfacher Schatz. So, und jetzt haben wir diese Peitsche ausgebaut. Genau, also das sieht man jetzt unten. Diese Kombination. Peitschen. Und jetzt sieht man auch den Effekt dieser neuen Peitsche auch um mich herum. Und wir haben einen neuen Waffenslot da drüben. Der frei ist und da versuche ich jetzt mal den Blitzring drauf zu kriegen. Drückt mir mal die Daumen, dass das klappt. Dafür brauche ich keine Schatztruhe, sondern muss hier einfach ein Level weiter auf. Feuerstab. Feuerstab will ich nicht. Kann ich im Üben? Kann ich den ausbauen? Nee, ich will den Blitzring haben. Ich will nicht. Ah.
Folianten nicht verpasse. So, da oben wäre jetzt nochmal so ein... Achso, jetzt habe ich es automatisch eingesammelt. Ja, das nützt mir alles. Das bei Runenläufen nützt mir nichts. Ich sehe jetzt gar nicht mit, was ich das komme. Vögel waren ganz cool, aber da hätte ich erst auch den anderen einsammeln müssen. Das ist auch so eine Waffe. Von der es zwei Bedarf, die dann miteinander kombiniert werden, jetzt ähnlich wie bei meiner Peitsche. Aber das kriege ich nicht hin. Zauberstab. Zauberstab, 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 der... Ah, gut, okay. Zauberstab können wir nehmen. Der wird nämlich kombiniert mit dem roten Folianten, den wir gleich als noch einsammeln werden, der faktisch hier im Level verteilt ist. Den man normalerweise auch wählen kann als sekundär Fähigkeit. Da liegt der. Den sammeln wir jetzt ein. Das zeige ich vielleicht mal ganz genau. Moment. Jetzt mal einen Blick oben auf die Waffen werfen, oben links. Das heißt, wir haben jetzt den Zauberstab eingesammelt und normalerweise hat man nur 6 Slots für diese Sekundärfähigkeiten. Und diese 6 Slots sind jetzt besetzt durch meine Items. Und wenn ich jetzt einen Gegenstand im Level finde, dann wird der faktisch ergänzt als eine weitere Fähigkeit. Und dieser Zauberstab und der rote Foliant hier harmonieren miteinander. Werden faktisch ausgebaut zu einem Zauberstab. Und gleich, jetzt haben wir faktisch für alle Waffen, haben wir jetzt die, um eine Evolutionsstufe herbeizuführen, haben leider den Blitzring nicht eingesammelt, ist aber nicht dramatisch insofern. Wäre nur ein schicker Effekt gewesen. Ja nicht, wir sammeln jetzt aber mal noch den Rest ein, der hier liegt. Das sind Gegenstände, die erst später im Spiel freigeschaltet werden, die man eigentlich auch noch braucht. Aber da wir jetzt schon mal hier sind, können wir das auch noch tun. Zauberstab. Ich. Wir sind jetzt bei Level 64 und 13 Minuten. Gib mir doch mal mehr als nur eins. So, jetzt habe ich die besondere. Und das muss jetzt einmal die neue Schleife gehen. Jetzt sieht man diese Ringe und die bewegen sich um mich herum und schützen meinen Charakter. Das ist ziemlich wichtig für das weitere Fortkommen. Denn so kann ich nämlich mich beliebig durch die Level bewegen. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, um diese Evolutionsstufe der Waffen auszulösen, brauche ich nicht zwingend hier. Ich muss schnell schauen, dass ich das Desktop-Audio ein bisschen runterspiele, damit das Spiel so. Aber ist. Ja, was man vielleicht auch noch wissen muss, um diese Sekundärfähigkeiten der Waffen, also diese Waffen-Evolution freizuschalten, brauche ich nicht das sekundäre Item, also wie den roten Folianten oder den Zerz voll ausgebaut zu haben, sondern es reicht aus, die Waffen ausgebaut zu haben. Deswegen ist es immer sinnvoll, zuerst auf die Waffen zu gehen und dann auf die sekundäre Entwicklung. Jetzt sieht man schon, alle meine Waffen bis auf der Blitzstab sind ausgebaut. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich beliebig die sekundär das sind wir schon freigelaufen, das gibt sogar. Ich kann jetzt faktisch die sekundären Elemente hochziehen. Hey, das war wieder. Aber wenn Waffe angeboten wird, dann immer zuerst in die Waffe. Da ist der Zauberstab. Das war wieder so ein roter Diamant, der den Erfahrungspunkt zusammenzieht. Das ist das eine Item. Was sehen? Ja, wen wundert's? Was ist das? Zauberstab. Ah, da. So. Diese besonderen Items locken jetzt, man sieht es vielleicht gerade noch so, spezifische Zauberer an, der hinter mir, steht. Also ich denke aber, dass es im Effektgewitter fast unten. Ich muss aber schauen, dass ich jetzt den zweiten Folianten
zweiten Folianten einsammle, brauche ich eigentlich nicht. Könnte ich auch mit einem normalen Levelaufstieg machen. Ist aber natürlich praktisch, wenn ich jetzt gleich hier so einen Levelabstieg spare. Und so, da haben wir den zweiten Markier. Sein. Da kommt jetzt hier. Zweiter Markier. Und hier nehme ich den Silberring. Also, für diejenigen, die Übersichtsprobleme haben, ich bin immer in der Bildmitte. Das ist mein Charakter, spielt aber jetzt auch keine Rolle mehr, dass man das sieht. Und so, das war wieder so ein roter Diamant, der viel Erfahrung gesammelt hat. Da habe ich einfach auf einem Platz gestanden. Und es ist wirklich vollkommen egal, welche Qualität man ausbaut. Ich hoffe ja mal auf. So, das war ein Schatz. Und jetzt bekomme ich 5 Upgrades. Und das ist natürlich die Präsentation. Das will man da schon sagen, ja? So, jetzt baut er mir im Wesentlichen Axt zur Sichel auf. Daneben habe ich Glück. Ich habe die anderen, die ich gerade eingesammelt habe, sind ebenfalls gut sichtbar. Und jetzt sieht man schon die Sichel, wie sie um mich wegfliegt. Der Kerzenleuchter hat derweil die Projektilgrößen verändert. Sieht aus bei mir auf dem Ort. Genau. Also wir haben jetzt die Hälfte dieser Spielzeit weg. Wir würden uns jetzt einmal in Richtung anderen Items noch bewegen. So, die beiden Zauberer habe ich mittlerweile, ohne sie jetzt bewusst anzugreifen, besiegt, also einfach durch den Overkill an Waffen. Die hinterlassen sogenannte goldene Eier. Ich versuche mal eins. Eins habe ich nämlich jetzt schon eingesammelt. Andere kann ich gar nicht entdecken. Da ist es. Ganz links. Sieht man so ein bisschen. Ist auch. Aber wenn ich das einsammle, sieht man ganz kurz, bekomme ich einen Zusatzwert, nämlich hier, dass meine Rüstung um 0,1 hochgesetzt wird. Ist jetzt nichts Dolles, aber so als einer der Diamanten, die wir Erfahrung gesammelt haben. Aber wie man auch sieht, ich brauche das jetzt nicht mehr. So, also ein neuer Schatz. Und wir haben die Evolutionsstufe des Zauberstabs. Damit sind jetzt eigentlich, wenn ich das richtig sehe, bis auf den Silberring, alle meine Waffen voll ausgebaut. Jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Und jetzt geht es nur noch um das Durchhalten in den Wellen. Aber ich sammle noch schnell die Maske ein. Genau. Also wenn man so will, das Spiel zieht seine Faszination aus diesem absoluten Overkill an Items, an Gegnern, an den Kombinationsmöglichkeiten der Waffen. Und hat dazu ein sehr reguliertes Set an Bedingungen, wie bestimmte Aspekte ineinander greifen. Ja, jetzt vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe jetzt faktisch alle Gegenstände voll ausgebaut. Das heißt, jedem Levelaufstieg könnte ich ja jetzt nichts mehr zu bekommen. Und das bedeutet, ich kann entweder jedes Mal Geld wählen oder ich kann mich jedes Mal entscheiden. Ich mache es in der Regel so, dass ich das Chicken entscheide. Das heißt, dass ich immer Lebensenergie bekomme und wenn ich die nicht brauche, bekomme ich stattdessen Geld. So dass ich, das sieht man jetzt oben rechts, da ist mein Münzcounter, der ist noch relativ niedrig bei 2500 Gold. Liegt aber auch daran, dass ich jetzt nicht auf Gold primär gespielt habe. Das ist ein Special Item, mit dem ich Gegner einfriere, was man jetzt sieht, das Blaue. Und es spielt seine Faszination aus dieser Bullet Hell Optik und der absoluten minimal notwendigen Tastenbelegung und Steuerungsmöglichkeit. Und wenn man es vernünftig macht, sieht man auch, dass die Verteidigungsmechanismen so gut sind, dass man die einzelnen Wellen, wie es im Tower Defense Spiel
gut überstehen kann, ohne jeglichen Skill zu haben. Ja, also ich zeige das vielleicht mal ganz kurz. Ich bewege mich jetzt nicht, sondern lasse die Figur einfach stehen. Und da sieht man schon, dass es diese Kombinationsmöglichkeiten von Waffen, die ich lernen muss. Und man muss auch wissen, wen man mit welchen Waffen ausstattet. Dass die dazu führt, dass man hier Charakterbuilds anlegen kann, die mit dem Schwierigkeitsgrad, den das Spiel anschlägt. Mach mal einen Schatz. Schade. Also, das mit dem Schwierigkeitsgrad, den das Spiel vorschlägt, dass man das natürlich mit den eigenen Mechaniken brechen kann. Und auch das ist ein Reiz des Spiels. Ja, also, dass man auch das versteht, das Spiel. Ah, da haben wir noch eine Ausbaustufe. Das Kreuz. Dass noch ein Schwert hinzukommt, das über dem Bildschirm liegt. Nicht, dass wir es gebraucht hätten, aber nun haben wir es halt. Und diese das ist auch eine ganz wichtige Motivation für Spieler, dass sie in solchen Spielen die Mechanismen des Spiels, so die das Spiel anbietet, so für sich Vorteil nutzen können, dass sie einen unbezwingbaren Charakter entwickeln. Und wenn man so will, treibt das Spiel genau diese Effekte auf den Höhepunkt und hat deswegen so eine unglaubliche Faszination. Selbst wenn man repetitiv hier eigentlich jetzt nichts anderes macht, außer die einzelnen Levels abschreiben, sich nur noch daran freut, jetzt muss ich schauen, nur noch daran freut, dass der Gegner-Counter beständig nach oben geht oder auch der Gold-Counter. Und wir sind jetzt bei 3900. Wir haben jetzt schon für 20 Minuten einen Level von 105 erreicht. Das ist das, was das dürften Anfänger bei Weitem nicht schaffen. Liegt aber natürlich daran, dass wir die ganzen Ausbaustufen Waffen kennen und uns dementsprechend flüssig hier durch diese Level bewegen können. Das sieht für. Ah, das wird jetzt nochmal interessant. Jetzt habe ich gerade ein Item eingesammelt, das alle verfügbaren Diamanten im Level zusammenzieht. Also praktisch ein über dem gesamten Map. Jetzt war noch hier noch ein Gegner. Ja, da. Noch einen Schatz gefunden. Da kommt jetzt nicht mehr viel raus. Also bisschen schade. Interessiert mich nicht. Ich hab genügend Geld und kann mir auch eigentlich nichts mehr kaufen. Die Ausbaustufen, die ich jetzt noch wählen kann, sind relativ bescheiden. Ja, ich denke, das Spielprinzip ist klar. Ob ich jetzt noch 10 Minuten weiterspielen muss, um Faszination für das Spiel zu erklären, glaube ich nicht. Jedenfalls neben Stray und The Captain und Unpacking und The Cult of the Lamp ist Vampire Survivors für 3 Euro ein Erlebnis der besonderen Art, das ich unbedingt empfehlen möchte. Vielleicht so viel, wenn ihr das probiert, probiert es auf Steam. Einfach damit ihr euch einen Eindruck davon von, selbst wenn diese 3 Euro euch zu viel sind, das bei Steam fanden. Sagt mir gern, was ihr davon haltet, ob ihr selbst gespielt habt. Vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Entwickler das Spiel beständig mit Content versorgen und immer wieder Erweiterungen reinbringen. Also es lohnt sich auch zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder der Blick rein. Mit anderen Worten, sie machen eigentlich alles genau das, was die Essenz des Videospielens ausmacht. Ja, also das heißt, das ist eine unglaubliche bildgewaltige Präsentation, also bildgewaltig im Sinne von, da ist wahnsinnig viel los. Wir haben hier eine Bullet Hell Optik mit kombiniert mit einem absolut überzeugenden Loot-System, einer simplen Spielmechanik, die leicht zu erlernen und schwierig zu meistern ist und genügend Ausbaustufen in Essen, um auch Spieler, die ersten, zweiten, dritten Durchlauf haben, lange genug bei der Stange zu halten. Okay, das soll es sein. Sein für heute. Ich bringe jetzt mal die letzten 10 Minuten noch durch und
wünsche euch viel Spaß, wenn ihr es denn probieren wollt, mit Vampire Survivors. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.